Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Und heute bauen wir mal wieder etwas Schönes, und zwar dieses coole Floß hier. Ich fliege mal drumherum, dann könnt ihr euch das alles anschauen. Und das sieht ziemlich cool aus und wurde eben mit ein paar neuen Blöcken gebaut quasi. Also zum Beispiel sieht man hier das Lagerfeuer, wir haben hier Laternen und wir haben hier auch die Barrels. Und ich würde sagen, ich zeige euch direkt, wie man das Ganze baut. Und zwar ist das Erste, was wir tun, natürlich uns erstmal überlegen, wo das Ganze hin soll. Und das soll bei uns natürlich ins Wasser, ist ja ein Floß. Ihr könntet das natürlich auch irgendwie an irgendeinen Hafen stellen oder sowas oder an so einen Schiffsbauer. Aber wir machen es jetzt, wie gesagt, ins Wasser. So, dann bauen wir erstmal einen kleinen Blockturm, damit wir anfangen können, die Falltüren zu platzieren. Und zwar nehme ich in diesem Fall jetzt mal die Fichtenfalltüren oder Spruce Trapdoors. Dann macht ihr einfach mit Rechtsklick da oben entgegen. Und jetzt können wir nämlich immer mit Shift und Rechtsklick, weil normal mit Rechtsklick würde die einfach nur umklappen. Aber wenn wir Shift und Rechtsklick machen, können wir eben daran auch noch weitere Falltüren platzieren. Und insgesamt ist die Grundfläche hiervon quasi 3x5 Blöcke. Also wir müssen jetzt eine 3x5 große Fläche quasi schaffen. Das bedeutet, wir machen jetzt mal hier 1, 2, 3, 4 und 5. Dann müssen wir leider zweimal so in diese Richtung gehen, und ihr seht schon, das Muster ändert sich so ein bisschen. Das könnt ihr natürlich mit Absicht machen, das sieht auch vielleicht ganz cool aus. Ich mache das jetzt hier einfach mal, aber ansonsten müsstet ihr das halt nochmal, also darauf achten zumindest. Ich mache das jetzt mal so, und das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Ja, es ist halt wie gesagt euch überlassen. Ihr könnt natürlich auch theoretisch andere Trapdoors nehmen, die sieht man im Endeffekt nämlich auch gar nicht. Außer wenn man von unten halt gegenschwimmt. Und ich würde sagen, das sieht eigentlich so ganz cool aus. Das nächste, was wir dann machen, ist die Lagerfeuerblöcke platzieren. Beziehungsweise platzieren wir lieber erstmal die anderen Blöcke. Das bedeutet, ich habe es jetzt so gemacht, dass ich hier vorne quasi ein Bett hingestellt habe. Also hier ein Block Abstand und dann das Bett, glaube ich. Ah ne, gar nicht wahr, war noch ein in diese Richtung. Also bedeutet hier ein Abstand, dann kommt das Bett, dann kommt noch ein freier Block und dann kommt ein Fass. Das sieht nämlich so ein bisschen aus wie so ein Mast irgendwie. Und das kommt dann auch nochmal genau in die Mitte quasi. Und hier neben kommt dann noch ein Cauldron beziehungsweise ein Kesselblock. Und da können wir auch mal direkt Wasser rein tun. Sieht nämlich immer ein bisschen besser aus. Ich muss ja auf Englisch nach Water suchen so. Dann einfach zack, Wasser rein. Dann sieht das schon ganz cool aus. Und alles, was jetzt noch frei ist, können wir halt theoretisch noch mit natürlich anderen Blöcken, irgendwie Kisten oder sowas, voll platzieren. Aber ich nehme in diesem Fall einfach für die Optik jetzt eben für den Rest die Lagerfeuerblöcke. Und auch hier müsst ihr wieder drauf achten, je nachdem wie ihr sie platziert, haben sie nämlich ein anderes Muster. Ihr seht das schon. Also die hier gehen jetzt so längs lang und diese hier in die andere Richtung eben. Und bei dem Floß ist es natürlich so, dass die halt theoretisch alle in dieselbe Richtung gehen. Habe ich jetzt hier unten auch verkackt, das wollte ich euch nur nochmal zeigen. Aber ihr solltet halt darauf achten, dass das halt in die gleiche Richtung geht. Das bedeutet, ich mache es jetzt mal so rum. Dann ist das quasi die Längsseite und da vorne dann auch nochmal. Und ihr seht jetzt, dass das Ganze natürlich brennt und das ist natürlich doof, das wollen wir ändern. Beziehungsweise bevor wir das ändern, wenn ihr es haben möchtet, dass hier so ein paar Fleischsachen zum Beispiel rumliegen oder Fische wie in diesem Fall, dann müsst ihr das machen, solange das Feuer noch brennt. Das bedeutet theoretisch jetzt, also wir holen uns jetzt einfach mal hier ein paar Fische und platzieren die hier einfach nochmal. Und dann, wenn wir die nämlich jetzt löschen, dann kann man das nicht mehr da platzieren. Und dann nehmen wir uns einfach hier so Werfflaschen mit Wasser, oder ihr könnt auch einen Wassereimer theoretisch nehmen. Dann spammt ihr die einfach darauf, bis hier das Feuer zu Ende ist, oder aus ist, nicht zu Ende, so. Und dann sieht das Ganze so aus und der Fisch bleibt darauf auch liegen und wird jetzt nicht irgendwie fertig gekocht oder sowas. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir umranden das Ganze, und zwar nehme ich dafür zwei verschiedene Schilder. Und zwar haben wir zum einen die Eichenschilder und zum anderen Fichtenschilder, beziehungsweise Spruce und Oak Signs. Und dann machen wir hier die mittleren drei Blöcke quasi von der langen Seite, machen wir mit dem Oak, also mit dem helleren. Und das bedeutet, wir machen da einfach so, zack, und dann immer mit Escape rausgehen. So, und beziehungsweise wenn ihr am Bett seid, das Bett mit Rechtsklick würde ja nicht funktionieren theoretisch, deswegen müsst ihr da einfach wieder Shift und Rechtsklick machen, dann könnt ihr auch gegen das Bett quasi gegen platzieren. Und das Ganze natürlich auch so bei den Fässern, damit ihr sie nicht aufmacht, macht ihr dann Shift und Rechtsklick. Und das machen wir jetzt einmal drumherum. So, ich gehe dabei immer ein bisschen runter, hoppala. So, da auch noch gegen. Und hier vorne natürlich, wobei das Muster könnt ihr euch natürlich auch umentscheiden, wenn ihr das nicht so haben möchtet. Ihr könnt es natürlich auch einfarbig lassen oder sowas, oder nur Oak nehmen oder so. Das ist natürlich euch überlassen, wie gesagt. Das nächste, was wir jetzt tun, ist das Segel, beziehungsweise auch die kleine Laterne hier oben. Und zwar machen wir jetzt erstmal insgesamt vier Blöcke, hoch Zäune. Das bedeutet 1, 2, 3, 4. Und oben kommt dann nochmal ein Fass hin, das sieht dann nochmal so nach einer Verstärkung aus. Und dann darauf achten, dass ihr es natürlich richtig umbaut. Und dann kommt da oben nochmal hier so ein dunkles Schild gegen, beziehungsweise auch auf der rechten Seite nochmal ein Schild gegen. Und das Ganze sollte in etwa so aussehen. Was wir dann noch machen, ist hier oben noch ein Fenster und dann nehmen wir uns hier die Laterne. Platzieren sie da unter. So. Und dann nehmen wir nochmal ein Fans und den machen wir hier auch wieder mit Shift-Rechtsklick auf den kleineren Mast. Und jetzt müssen wir nur noch das Segel quasi machen und ich habe dafür jetzt in diesem Fall mal Wolle genommen. Ihr könntet theoretisch auch einen anderen Mast bauen, zum Beispiel aus meinem anderen Shift-Tutorial, das kann ich euch auch gerne verlinken. Da habe ich das aus Bannern gemacht. Und das ist natürlich auch eine gute Variante, aber ich wollte mal ein bisschen Variation haben und dementsprechend nehme ich jetzt hier mal die Wolle-Blöcke. Und da platzieren wir hier so ein Tetris-Block hier hin quasi, dann da über einmal ein Plus, oder sieht so aus wie ein Plus ungefähr. Und dann machen wir hier oben nochmal den Block natürlich und dann hier gegen und oben drauf nochmal gegen.
So sieht das ziemlich gut nach einem Segel aus, sieht ziemlich fest aus und ist halt ein cooles kleines Floß, was man vielleicht auch zu so einer, weiß ich nicht, so zu einem neuen, wenn man irgendwie einen neuen Abschnitt quasi in seiner Welt anfängt, kann man sowas ja an den Strand machen. Und dann sieht das so aus, als würde man gerade irgendwo ankommen oder sowas. Ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Floß in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns bei einem weiteren Video. Haut rein und ciao.